Richtig gut. Einsagen ist so eine Sache. Weiß nicht genau, wie sehr du das liebst. Ich weiß, meine Kinder haben das überhaupt nicht gemacht. Ihr Vorwurf an mich lautete dann immer, Papa, du willst immer der Bestimmer sein. Und das war so ziemlich der größte Tadel, den man hören konnte. Ich habe mich an drei Situationen mit meinen Kiddies erinnert. Die erste, ich habe versucht, unserem Ältesten ein Fahrrad zu kaufen und den Kleinen mitgenommen. Und als Marcelli sein gelbes Fahrrad, vorne ein grüner Drache drauf, als er den endlich in seiner Hand hielt, dieses super Fahrrad, dann sagte der Kleine, Papa, ich auch ein Fahrrad. Und ich schaue ihn an und sage, Timo, das ist für dich noch nichts. Du kommst mit den Füßen noch nicht mal bis auf den Boden. Du würdest, die nächste Ecke wäre deine. Papa, Timo, auch ein Fahrrad. Timo, du kriegst doch eins, wenn du fahren gelernt hast, wenn du Gleichgewicht halten kannst, wenn du ein bisschen weißt, wie es geht, kein Problem. Aber jetzt ist nur ein Fahrrad für Marcel da. Er schaut mich an. Dann will ich einen anderen Papa. Und das war seine coole Nummer, ja. Das war seine Entscheidung. Hey, wenn das Nein kommt, suche ich mir einen anderen Papa. So einfach geht die Geschichte. Und ich dachte, im Stillen machen manche Leute mit Gott das auch so. Wenn mein Wille nicht geschieht, suche ich mir einen anderen. Mein Ältester, er wurde tatsächlich älter, hat das Fahrradfahren überlebt und kam eines Tages zu mir und sagt, Papa, ich brauche unbedingt ein Skateboard. Alle haben in der Klasse ein Skateboard. Ich brauche auch ein Skateboard. Das ist so ein super Argument, stimmt's? Alle haben eins, ich brauche auch eins, ja? Und ich habe gesagt, nein, du kannst kein Skateboard fahren und es wäre mir auch zu gefährlich. Was hat er gemacht? Er ist zur Opa gegangen. Und was hat Opa gemacht? Opa kauft das Skateboard, natürlich, ist doch klar. Papa ist der Böse, Opa ist immer der Gute. Opa muss auch die Erziehung nicht übernehmen, die bläst er dann immer bei mir. Okay, Opa ist der Gute, Opa kauft das Skateboard. Der Nachmittag kommt, es klingelt an der Tür. Einige seiner Schulkumpels sind da und sagen, Herr Brandner, kommen Sie schnell zu diesem Reifeisengebäude. Marcel ist da irgendwie die Rampe runtergefallen. Ja, genau, man fällt die Rampe runter. Ich beeile mich also hinzugehen, was sehe ich? Das Skateboard liegt irgendwo und mein Sohn liegt da und hat sein Bein gebrochen. Und ich sammle ihn auf und wir fahren ins Krankenhaus. Und ich schaue ihn von der Seite an und er guckt mich auch zurück an und sagt, Papa, du hättest mich mehr warnen müssen. Und ich dachte, was willst du von mir? Ich hatte dir verboten, Skateboard zu fahren. Nur, dass wir das nochmal klarstellen. Papa, du hättest mich mehr warnen müssen. Und ich dachte, wie cool, oder? Aber machen wir das mit Gott genauso. Das sagt uns ziemlich deutlich, was gut für unser Leben ist und was schlecht für unser Leben ist. Wir machen das, was schlecht für unser Leben ist. Und wenn es dann schief geht, sagen wir, auch gar nicht, Gott hat Schuld. Was ist eigentlich los da im Himmel? Hä? Haben die ihren Kram nicht in Ordnung gebracht? Komisch, oder? Wir hauen das Ding in die Grütze und der liebe Gott hat Schuld. Die dritte Variante habe ich mit meiner kleinen Tochter erlebt. Wir saßen bei Eis Venezia und wir aßen alle Eis. Und weil das Eis so unglaublich cool war, war sie unglaublich schnell. Und als wir versuchen, alle fertig zu werden, sagt sie, Papa, ich brauche noch ein Eis. Und sie an und sagt, Mini, auf gar keinen Fall. Guckt mich an, doch Papa, ich kann das vertragen. Ja, 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 und ich sammle den Kram dann auf oder putze ihn auf. Nee, du kriegst kein Eis. Dann stimme ich an. Klettert von ihrem Stuhl runter, klettert auf meinen Schoß und schaut mich an und sagt, hab dich trotzdem lieb. Und ich dachte, was für eine coole Reaktion. Gerade das Nein abgekriegt und in ihrem Herzen trotzdem gewusst, auch mit dem Nein, Papa hat mich lieb. Das würde ich dir wünschen, wenn du dahin kommst, zu entdecken, wenn Gott Nein sagt, hat er einen besseren Plan. Wenn Gott Nein sagt, macht er das nicht, weil er der Spielverderber ist oder weil er mein Leben irgendwie runter reduzieren will oder weil er einfaches nicht leiden kann, wenn es uns gut geht, sondern weil er mich lieb hat. Ich habe mich an eine vierte Szene erinnert. Ich hatte versucht, meinem Vater zu helfen und bin irgendwie mit dem Messer in mein Bein gekommen. Wie auch immer das hinkam. Ich musste, weil Verdacht auf Blutvergiftung war, zum Arzt.
und der wollte mir eine Tetanusspritze geben. Versuchen Sie sich vorzustellen, Sie sind 8 Jahre alt. Da kommt ein böser alter Mann auf Sie zu, der hat so eine Spritze. Und so länger Sie den bösen alten Mann angucken und je länger Sie die Spritze angucken, desto größer wird die Spritze. Und Sie sind sich hundertprozentig sicher, der wird Sie damit ermorden. Da ganz sicher. Und alles, was Sie tun müssen, ist irgendwie aus diesem Zimmer rauskommen. Aber das Blöde ist, Mutter steht in der Tür. Und sie versucht, dir klarzumachen, dass der Mord, der gleich an dir geschieht, gar nicht so schlimm ist. Und sie sagt so beruhigende Worte wie, Schatz, mach dir keine Sorgen. Und wenn sie das sagt, weißt du, jetzt ist Grund, dir Sorgen zu machen. Und du denkst dir, hey, ich muss hier irgendwie raus. Und du fängst dann zu schreien und dann halten sich die Leute fest und du trittst um dich. Du beißt jeden, den du erreichen kannst. Und du bist dir ganz sicher, dieser Typ will an deine Hose. Und du willst nicht, dass er an deine Hose geht. Aber der geht dir an die Wäsche, nur um ein Ziel zu machen. Seine riesengroße, fette Spritze in deinen zarten Hintern zu pieken. Und du denkst dir, das ist ein Räuber, ein Mörder, ein wer weiß, was das ist. Und dabei hält deine Mutter immer die Hand und sagt, Schatz, bleib ganz ruhig. Und du weißt genau, hey, wenn du jetzt ruhig bleibst, ist dein Leben vorbei. Und du gibst dir Mühe, irgendwie zu überleben. Während du noch darauf wartest, dass irgendwie dieses furchtbare, schmerzende Pieken kommen muss, ist schon alles vorbei. Vor lauter Aufregung hast du gar nicht gemerkt, dass der Kerl dich gepiekt hat. Als Kind habe ich furchtbare Ängste gehabt, wenn irgendwie das Wort Spritze danach auch nur erwähnt wurde. Ehrlich, wäre ich größer gewesen, hätte ich mit meiner Mutter geboxt. Aber die Wahrheit ist, ich bin so dankbar, dass sie Nein gesagt hat. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Blutvergiftung durchgelaufen wäre. Manchmal geht uns das mit Gott genauso. Dass wir überhaupt nicht nachvollziehen können, wieso sagt er gerade Nein. Und dann ist er auch noch stur bei diesem Nein. Und es passt überhaupt nicht in dein Lebensschema, es passt nicht in dein Bild. Und ehrlicherweise tut das Nein richtig weh. Besonders, wenn es um Menschen geht, die du lieb hast. Und Gott deine Gebete nicht erhört. Du fragst Gott, was ist eigentlich los? Ich habe dich immer für einen Gott der Liebe gehalten, aber das, was ich gerade erlebe, ist Schmerz, Verlust, jemand stirbt. Ich kann mich an eine Phase in meinem Leben erinnern, wir waren jung verheiratet und Elke kam mit der unglaublich schönen Nachricht um die Ecke, dass sie schwanger ist und wir ein Kind bekommen. Und das nur wenige Monate und dann starb dieses Kind. Und ich habe mich gefragt, Gott, was ist los? Und ich kann mich erinnern, dass es Nächte gab, wo ich einfach nur wach gelegen bin und versucht habe, mir zu überlegen, woran es gelegen haben könnte. Und ich ehrlicherweise nicht verstanden habe, was Gott macht und warum er es macht. Und ich spürte diesen riesen Verlustschmerz und ich hörte das Weinen meiner Frau. Und ich wusste nicht, was, Gott, denkst du dir eigentlich dabei? Sind deine Gedanken so viel höher als meine? Kann ich nicht nachvollziehen, wo du hin willst? Wieso lässt du dieses Leid in mein Leben zu? Hättest du nicht Ja zu diesem Leben sagen können? Wieso hast du Nein gesagt? Sagst du eigentlich überhaupt nichts und lässt mich in dieser Sprachlosigkeit? Wenn du das jemals erlebt hast, weißt du, worüber ich rede. Und diese Frage bleibt, Gott, sagst du Nein? Ich habe entdeckt, dass selbst Jesus, der Sohn Gottes, dieses Nein ertragen musste. Es gibt eine Szene, betet. Und er betet darum, dass Gott, der Vater, hoffentlich diesen furchtbaren Kelch, nämlich dieses Sterben am Kreuz, ihm irgendwie ersparen würde. Und er betet 2-mal und er sagt, Vater, wenn es irgendwie geht, kannst du nicht irgendwie einen Plan B aufmachen? Kannst du nicht irgendwie dafür sorgen, dass das nicht in mein Leben kommt? Könntest du nicht einfach, weil du nett bist und weil du mich lieb hast und weil du das Beste für mich willst und weil du weißt, dass mir das wehtun wird, könntest du nicht einfach irgendeine andere Lösung finden? Jesus hört Nein. Und Jesus hat es nicht verstanden. Das kannst du an der Szene, die danach kommt, ablesen, wo er sagt, Vater, warum?
Warum hast du mich verlassen? Warum bist du nicht da? Warum muss ich das hier alleine durchstehen? Ich verstehe deinen Plan einfach nicht. Jesus wusste, wie das ist. Und es gibt eine Stelle, die diese Szene beleuchtet. Ein bisschen später, wenn man das Neue Testament weiterliest, dann heißt es in dieser Stelle im Hebräerbrief, und Jesus lernte an dem, was er litt, gehorsam und für viele zum Urheber des Lebens. Es entscheidet sich, ich verstehe dich nicht. Ich entscheide mich, dir trotzdem zu vertrauen und dir zu gehorchen. Und meine Frage ist, wie kommt man dazu? Und die Antwort, glaube ich, darin gefunden zu haben, du musst die Person kennen und du musst verstanden haben, dass ihr tiefstes Motiv Liebe sein muss. Vertrauen und durch Wege zu gehen, die richtig schwierig sind. Jesus lernte das, an diesem Schmerz, an seinem Vater festzuhalten, weil er das Motiv der Liebe nicht loslassen wollte. Und manchmal ist das eine echte Entscheidung, zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich kenne dein Wesen und ich glaube, dass du Liebe bist. Und ich zock auf deine Liebe, wenn ich sie gerade nicht so empfinde. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich bin dankbar, dass Gott bei seinem Nein geblieben ist. Sonst würde ich nicht hier sitzen und Sie auch nicht. Wenn Gott nicht bei seinem Nein geblieben wäre, hätte es für sie und für mich keine Vergebung, keine Erlösung, keine Gotteskindschaft, kein ewiges Leben gegeben. So dankbar, dass Gott bei seinem Nein blieb, Jesus bei seinem Ja, mir die Chance in den Himmel geöffnet. Sich das Nein zu akzeptieren, weil er einen größeren Plan dahinter vermutete und die Auferstehung und die Erlösung gab ihm Recht. In deinen Situationen, du weißt nicht genau, was genau Gott damit vorhat. Mit unserem ungeborenen, gestorbenen Kind weiß ich, dass ich das einmal wiedersehen werde. Der Himmel gibt mir die Gewissheit, dass wenn ich da erscheine, wahrscheinlich ein großartiges Mädchen auf mich zulaufen wird und Papa sagt. Perspektive. Hat mich das damals getröstet? Ich bin ehrlich, das hat mich überhaupt nicht getröstet. Entschieden und ich merke, das fällt mir heute schwer, noch dem Willen von irgendwem unterzuordnen. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe, ähnlich wie meine kleine Tochter Jasmin, die entschieden hat zu sagen, Papa, ich verstehe zwar nicht, warum du Nein sagst, aber ich kenne dein Herz und wenn ich irgendwas brauche, dann brauche ich in den Punkten, wo der Schmerz so groß ist, brauche ich deine Nähe. Und ich habe was verstanden, immer wenn mein Schmerz groß ist und ich die Sache nicht verstehe, muss ich nicht von Gott weglaufen, sondern immer näher an ihn ranrücken, um seine Liebe zu spüren. Jetzt machen wir den Fehler, dass wir, anstatt zu dieser Quelle der Liebe hinzugehen, nur weil wir es nicht verstehen, rennen wir weg. Hey, wenn du wirklich Trost willst und brauchst, dann musst du in diese Arme Gottes laufen, um ihn zu entdecken, ihn zu spüren, ihn zu hören, wie er dich tröstet und sagt, ich habe Nein gesagt, weil mein Plan für dich besser ist. Manchmal sagt Gott Nein, weil er uns bewahren möchte. Im Sozialwerk kommt eines Tages eine unserer 1-Euro-Jobberin zu mir und sie ist total happy. Und sie sagt, Matthias, ob du das glaubst oder nicht, ich habe ein Preisausschreiben gewonnen. Ich habe noch nie irgendwas gewonnen, aber ich habe ein Preisausschreiben gewonnen. Und ich habe eine Reise nach Ungarn gewonnen mit allem drum und dran. Hinfahrt, Rückfahrt, Essen, irgendwelche großartigen Sehenswürdigkeiten. Hey, das ist super! Und sie ist total euphorisch und ich freue mich mit ihr, weil ich kenne ihre Lebensgeschichte, ihren Hintergrund und denke, hey, die Frau hat es richtig verdient. Die Euphorie hält vielleicht eine Woche an. Irgendwann steht sie am Freitag bei der Lebensmittelausgabe neben mir und sagt, du, das ist ganz komisch. Ich habe so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Angelika, was hast du für ein komisches Gefühl? Ich soll nicht mitfahren bei der Reise. Mehr als wenn eine Stimme zu mir sagt, fahr nicht mit. Ich habe das zu meinem Mann gesagt und mein Mann hat gesagt, Mann, du bist aber eine blöde Kuh. Einmal was gewonnen und dann fährst du nicht mit. Art der Konversation, weißt du schon, wie das zu Hause losging und lief.
Und sie kam noch eine Woche später und ich frage sie und sage, hör mal, bist du jetzt irgendwie zur Ruhe gekommen? Und sie sagt, nein, ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ich glaube, ich soll nicht mitfahren. Und sie nahm all ihren Mut zusammen und rief da an und meldete sich ab. Ich dachte, hey, einmal im Leben, so eine Chance. Für sie völlig utopisch, das würden die sich nie leisten können, irgendwo hinzufahren. Und es sah aus, als wenn tatsächlich ihr jemand die Sache nicht gönnt. 8. Mai 2003 Klarheit gab. Nachrichten wurde, der Bus ist an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug gerammt worden. Der Bus ging in Flammen auf, alle 33 Insassen tot. Sie hätte drin gesessen. Am nächsten Sonntag war ihre ganze Sippe im Gottesdienst. Weil ihnen klar geworden war, was immer die Mutter da gehört hatte. Ganz offensichtlich war das Nein. Nicht das Nein eines Spielverderbers, sondern das Nein eines Gottes, der sie retten wollte. Was ist, wenn das Nein, das du hörst, sich am Ende so erweist, dass es deinem Schutz und zu deinem Besten war? Wenn dein wütendes Wieso nicht plötzlich in Wohlgefallen auflöst und sagst, Gott, vielen Dank dafür. Der Plan weitreichender war als meiner. Man sagt Gott Nein, weil Dinge in unserem Leben in Ordnung gebracht werden müssen. Im Psalm 66 sagt das Wort Gottes, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, Gott hätte mein Gebet nicht erhört. Amma aus unserer Kirche ruft an und sagt, Matthias, du musst unbedingt vorbeikommen. Mein Sohn ist so in Depressionen abgestürzt, dass wir uns richtig Sorgen machen. Er kann auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Komm hin. Und ich kannte ihren Sohn von Gemeinde-Barbecue-Partys, da war er immer mal wieder gewesen. Und wir hatten miteinander geredet, so es gab irgendwie eine Verbindung. Und ich schaue ihn an und sage, hör mal, was läuft? Macht die Tür zu und sagt im Flüsterton, Herr Pastor, die machen eine Überprüfung. Wer macht eine Überprüfung? Bei uns in der Firma. Und jetzt kommt es raus. Und er stellte sich raus, er mit seinem Kollegen zusammen, sie hatten beim Wareneingang ganze Paletten verschwinden lassen und die Firma um Tausende geprellt. Und jetzt würde das ganze Ding auffliegen. Und er war gerade dabei, zum Juniorchef aufzusteigen. Und er saß zu Hause und hatte Depressionen. Betete, lieber Gott, lass irgendwie die Jungs mit Blindheit geschlagen sein, lass das an mir irgendwie vorbeigehen. Bet kannst du fröhlich in die Tonne packen. Gott wird deine Sünde nicht decken. Gott sagt Nein. Und du fragst dich, Gott, wieso sagst du Nein? Manchmal sagt Gott Nein in deinem Leben, weil er möchte, dass du mit deiner Lebenslüge aufräumst. Dass du mit dem Punkt aufräumst, der immer wieder dein Gewissen berührt. Und ich sage dir, der Teufel ist ein Meister darin, nachtragend zu sein. Trägt dir den Fehler, den du gemacht hast, den du vertuschen willst, den trägt er dir nach, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und du merkst, wie deine Seele darunter leidet. Menschen kannst du belügen, vor anderen Leuten kannst du super Schauspiel abziehen, aber dein eigenes Herz, dein eigenes Gewissen kannst du am Ende nicht totschlagen. Gott nicht will, dass du unter einer Selbstlüge leidest, die dich immer unter Angst und immer unter Druck und immer unter diese Frage stellt, hey, was ist, wenn es rauskommt? Gott will das nicht. Lädt er dich ein und sagt, ey, komm ans Licht. Ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, weißt du, mein Freund, wenn du wirklich raus willst, wenn du diese Depression, wenn du diese Angst loswerden willst, gibt es ein einziges Mittel. Wir gehen beide zusammen zu deinem Chef. Leute, Wahrheit macht frei, nicht Lüge. Manchmal musst du deine Lebenslüge anpacken, deinem Stolz sterben, aber tatsächlich die Ursache anpacken und nicht einfach nur oben ein Pflaster draufpacken. Gott ist kein Spezialist für Pflaster, er reinigt immer die Ursache. Und wir erscheinen bei seinem Chef und der Chef schaut, natürlich kannte mich nicht und er sagt, ich habe meinen Pastor mitgebracht und der Chef guckt ihn an und sagt, wird's so schlimm? Und ich dachte, der Mann wusste, was läuft. Und wir erzählen die Story. Und das Großartige ist, der Typ hat ihn nicht rausgeschmissen, er musste langfristig eine Menge Geld zurückzahlen, aber er hat ihn zu seinem Juniorchef gemacht, nachdem er wirklich seine Sachen bekannt hatte. Und ich dachte, Gott ist so gnädig.
Der Teufel erzählt uns, ey, wenn du endlich aufdeckst, was da ist, hey, niemand wird mehr mit dir reden, du wirst sehen, das ist die Katastrophe. Und Gott in seiner Gnade ist schon dabei, einen neuen Weg für dich zu bahnen. Und du kannst rauskommen und plötzlich merkst du, hey, der Punkt, dass Gott Nein gesagt hat, war das Beste, sonst wirst du nie frei geworden. Über diesen Gott. Es gibt so einen simplen Satz, der heißt, wenn der Dreck raus ist, ist auch keine Ratten mehr. Da ist was Wahres dran. Wenn du spürst, wie deine Sünde raus ist, gehen all diese seelischen komischen Nebenwirkungen gleich mit. Plötzlich frei. Und merkst, wie fröhlich das Leben sein kann, was Gott wollte. Deswegen lädt er uns ein und sagt manchmal Nein. Was mich herausfordert ist, wenn Gott Nein sagt, in Schwachheitssituationen mit uns vorangeht. Sie, Paulus, einer der richtig guten Theologen, der kämpft. Es gibt einen Bereich in seinem Leben, der macht ihm jedes Mal Sorgen. Und er kriegt keinen Sieg. Und er betet zu Gott. Und Gott antwortet ihm immer mit Nein. Wörtlich heißt es hier, lass dir an meiner Gnade genügen, denn die kommt in der Schwachheit zum Durchbruch. Und er denkt sich, hey Herr, ich will aber nicht schwach sein, ich will lieber stark sein, ich will lieber der Sieger sein, ich will nicht abhängig von deiner Gnade. Genau, das ist der Punkt. Wir wollen nicht so gerne abhängig sein. Wir wollen lieber die Chefs sein, stimmt's? Und manchmal lässt Gott bewusst Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, ohne ihn wird es richtig schwierig. Sie haben sicher von dieser Frau gehört, ihr Name ist Joni, hat einen Unfall als junges Mädel, bleibt querschnittsgelähmt, beginnt zu malen, indem sie mit einem Pinsel im Mund die unglaublichsten Bilder herzaubert, setzt sich für die Rechte behinderter Menschen ein, weltweit. Und hat einen unglaublichen Einfluss. Wer ihre Biografie liest, die Phase, wo sie mit Gott richtig verzweifelt ist, weil Gott ganz offensichtlich zu all ihren Heilungswünschen Nein sagt. Und sie am Ende aber sagt, ich bin so dankbar, dass Gott Nein gesagt hat, weil all den Menschen, die ich helfen konnte mit meiner Behinderung, an diese Menschen wäre ich niemals im gesunden Zustand reingekommen. Und Gott hat meine Schwachheit gebraucht, um was unglaublich Großes zu machen. Kann es sein, dass da, wo du deine größte Schwäche hast, Gott seinen größten Sieg feiern kann? Denk nochmal drüber nach. Da, wo du deine größte Schwäche hast, Gott seinen größten Triumph mit dir feiern kann. Ich weiß nicht genau, wie die Eltern sich gefühlt haben, als sie in die Wiege geschaut haben und gesehen haben, dass ihr Sohn, den sie richtig sich gewünscht, erbetet haben, weder Arme noch Beine hat. Die Eltern, ein echter Schock. Dieses Kind, das aufwächst ohne Arme und Beine, in der Schule malträtiert, gehänselt, gehandicapt von all seinen Mitschülern, sodass er als Junge dachte, er muss sich sein Leben nehmen. Der Junge sitzt mit 15 Jahren in einem Gottesdienst und hört diese Nachricht durch die Predigt, dass Gott sagt, ich habe einen guten Plan für dich. Und dieser Gedanke macht irgendwie bei ihm Klick. Wenn das stimmt, dann wird Gott aus meinem Leben was machen. Dieser Junge ohne Arme und Beine geht in die Geschichte ein als Nick Vujicic, der tausende Menschen berührt, heute wahrscheinlich einer der besten Motivationsredner der ganzen Welt ist. Diesen berühmten Satz, den ich so liebe, er hat gesagt, wenn Gott für dich kein Wunder tut, dann möchte er, dass du ein Wunder wirst. Was für ein Satz. Der hat verstanden, dass Gott manchmal Nein sagt, um durch unsere Schwachheit Unglaubliches zu bewegen. Es ist clever, wenn wir entdecken, in diesem Nein Gottes ist ein Riesensegen verborgen. Manchmal hat Gott einfach was Besseres geplant, als du es dir auch ausdenken kannst und deshalb sagt er Nein. Ich liebe diese Missionsgeschichte von diesem Mädel Amy Carmichael. Sie kommt aus einer großen irischen Familie. Alle in ihrer Familie haben rote Haare und blonde Augen. Und sie hat braune Augen und braune Haare. Und sie betet jeden Tag und sagt, lieber Gott, gib mir blaue Augen.
Und dann geht sie jeden Morgen vor den Spiegel, um jeden Tag enttäuscht wieder das Gesicht aus dem Spiegel zu wenden, weil sie feststellt, wieder nicht, immer noch blöde blaue Augen, braune Augen. Und das geht über Monate. Und das ist so lustig, diese Geschichte zu lesen, weil am Ende ist sie echt verzweifelt und zweifelt an Gott, dass der doch mit ihr einen bösen Plan haben muss, weil allen ist klar, sie sieht komisch aus. Sie wird älter und sie geht als Missionarin nach Indien. Die Engländer damals in Indien, das war keine wirkliche Liebesbeziehung. Und die Missionare haben es unglaublich schwer, überhaupt einen Kontakt hinzubringen. Damals haben sich die Missionare mit so einem Nussbaumöl wenigstens die Haut braun gemacht, damit sie wenigstens einigermaßen aussahen wie die Bevölkerung. Aber ehrlicherweise war an den Augen sofort klar, wo die herkamen. Nur bei einer nicht. Die kriegte einen riesen Zugang zu all diesen indischen Frauen. War fast wie zu Hause. Und das Argument der indischen Frauen, warum haben sie diese Dame so geliebt, war, siehst ja aus wie wir, du hast sogar unsere Augen. Und plötzlich ging ihr auf, was ich mein Leben lang für einen echten Fehler Gottes gehalten habe, war die Riesenvorbereitung für den eigentlichen Auftrag, den ich haben sollte. Und ich dachte, wie oft geht uns das so? Dass wir denken, Gott, was machst du eigentlich? Irgendwie hast du eine Fehlplanung drin. Im Sozialwerk hatten wir angefangen damit, dass wir alle möglichen Privat-PKWs brauchten, um die Lebensmittel immer für die Freitag-Verteilstation abzuholen und dahin zu bringen. Aber es wurde an Masse an Menschen und an Masse an Zeug immer mehr. So wie uns war klar, das funktioniert so nicht. Und dann gab uns jemand einen alten VW-Bus und der hielt genau 3 Monate und dann gab er endgültig den Geist auf und wir waren wieder da, wo wir waren. Und wir haben zu Gott gesagt, Gott, du siehst, die Arbeit wächst, wir wollen Menschen helfen, du hast uns die Türen geöffnet, wir wollen das tun. Wieso kriegen wir kein ordentliches Auto zustande? Was läuft hier eigentlich schief? Und manchmal war ich freitags richtig verzweifelt, weil wir oft von morgens bis zum Abend nur rumgefahren sind, um irgendwelches Zeug zu holen. Und ich dachte, Gott, wieso machst du nichts? Du siehst doch, dass wir es nicht für uns machen. Dann kam der Anruf. Eine Firma, relativ groß, Bauern, was immer die alles zusammengetrieben haben. Der Mann ruft mich an und fragt, ob ich vorbeikommen könnte. Ich habe mein Günther, mein Mitarbeiter mitgenommen, wir sind dahin gefahren. Der Mann begrüßt uns, als wenn wir alte Bekannte sind. Und ich schaue ihn an und ich merke, keine Ahnung, noch nie gesehen. Er sagt, Sie kennen meine Frau und meine Tochter. Vor einem Jahr waren wir eben im Gottesdienst. Meine Tochter hatte Leukämie und sie haben gebetet und die Leukämie ist einfach verschwunden. Und jetzt ist unsere Tochter im Abi-Stress und es sieht so aus, so sagen die Ärzte, dass irgendwie die Krankheit wiederkommt. Und meine Frau hat zu mir gesagt, ruf den Pastor an. Deswegen habe ich sie eingeladen. Würden Sie für unsere Tochter beten? Ey, das ist mein Lieblingsjob, zu beten. Keine Arbeit, das mache ich total gerne. Und wir haben gebetet. Danach schaut er mich an und sagt, als unsere Tochter wieder diese erhöhten Werte hatte, da hat meine Frau zu mir gesagt, Rolf, hat sie gesagt, hast du dich beim lieben Gott das letzte Mal bedankt, als er ein Wunder für unsere Tochter getan hat? Und er sagt, nee. Sagt sie, der Pastor und seine Leute, die machen richtig gute Arbeit, den musst du unterstützen. Und dann hat er gesagt zu ihr, okay, jetzt beim zweiten Mal mache ich es besser. Und dann schaut er mich an und sagt, wissen Sie, meine Frau und ich, wir haben uns überlegt, Sie brauchen doch bestimmt irgendwie so ein Transportfahrzeug für all das, was Sie machen. Brauchen wir. Wissen Sie, da draußen ist unser Fuhrpark, gehen Sie doch und suchen Sie sich ein Auto aus. Er nicht sagen sollen. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie mein Günther durch die Tür sprang und wir fuhren mit einem Mercedes-Sprinter nach Hause. Habe ich plötzlich über die Szene nachgedacht. Das erste Gebet mit der Tochter ein Jahr früher. Das brauchten wir jetzt.
Und Gott das schon längst eingefädelt. Fällt mir darüber nachzudenken, dass manchmal das sogenannte Nein Gottes nur dazu dient, weil Gott was Besseres vorbereitet hat. Und wir sitzen manchmal da, können uns das fast nicht erklären, können nicht glauben, dass Gott so gut ist. Und dann meckern wir und zetern und dann sind wir sauer und wir motzen. Und wir merken gar nicht, dass Gottes gnädige Hand schon längst dabei ist, die richtigen Wege zu bahnen, damit der Segen zu uns kommt. Jetzt solltest du ab und zu aufhören zu meckern, mehr anfangen zu loben. Das könnte eine richtige Hilfe sein. Weil Gott in seiner Liebe ist unterwegs zu dir. Ich finde, das berührt mich immer wieder. Manchmal sagt Gott nein, weil wir in unserer Reife noch nicht so weit sind. Ich hörte jetzt eine großartige Story aus der Kirche. Ein Handwerker hatte sich durch einen Unfall schwer verletzt und sein Arm wuchs nicht mehr richtig zusammen und alle Physiotherapie half nicht und nichts half und der Mann war zu Hause und das Leben zu Hause wurde immer schlimmer und er wurde immer unumgänglicher und er war sauer über sich, über die ganze böse Welt, über alles, was passiert. Und er kommt in einen Gottesdienst und nach dem Gottesdienst ist es bei uns so, ähnlich wie hier, dass es da so Tische gibt, wo man dran sitzen und miteinander ins Gespräch kommt. Und er steht an diesem Tisch, mehr oder weniger verloren, und eine ältere Dame kommt zu ihm und fragt ihn, was er hat und wie es ihm geht. Er erzählt das kurz und sie schaut ihn an und sagt: Was denken Sie, was der liebe Gott Ihnen dadurch sagen will? Er hat das nachher beschrieben. Er saß im Auto und hat die ganze Zeit im Auto über diese böse alte Frau gemeckert, die es wagen konnte, ihm in seinem Leid auch noch zu sagen, ey, vielleicht solltest du mal fragen, ob der liebe Gott dir was erzählen will. Er war sauer. Leidet er schon und dann kommen noch die Frommen mit so blöden Sprüchen. Da oben in seinem Zimmer sitzt, lässt ihn der Satz nicht mehr in Ruhe. Seit langer, langer Zeit denkt er zum ersten Mal darüber nach, vielleicht will der liebe Gott ja wirklich was zu ihm sagen. Wenn, was würde Gott zu ihm sagen? Je länger er über diesen Gedanken nachdenkt, desto klarer wird ihm, dass Gott zu ihm sagt, ey, hör mal, mein Freund, du hast eigentlich nur für deine Arbeit gelebt. Du hast nur für dein Geld verdienen gelebt. Du musstest auch das Haus bauen, damit die Nachbarn sehen, was du für ein toller Kerl bist. Und wenn du nach Hause gekommen bist von der Arbeit, bist du bei der nächsten Baustelle gewesen, um noch mehr Geld zu holen. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, hast du dich weder richtig um deine Frau gekümmert, noch um deine Kinder. Betet du ehrlicherweise auch schon lange nicht mehr. Wird plötzlich klar, während er da oben sitzt und vor sich hinschmollt, dass der liebe Gott ganz offensichtlich was zu ihm sagen will. Und dass es ganz offensichtlich irgendwelche Dinge in seinem Leben gibt, die er anpacken und die er ändern muss, damit eine Veränderung auch in sein Haus und in sein eigenes Leben kommt. Nachdem er innerlich gezockt hat und mit sich gekämpft und mit dem lieben Gott gekämpft und mit seinem Stolz gekämpft, kam er irgendwann runter. Die Familie saß beim Abendbrot, die Frau machte das Gebet natürlich wie immer, sie hatte alles im Griff, sie war diejenige, die das Ding am Laufen hielt. Da hatte er sich immer fein rausgehalten. Und er stellt sich vor seine Familie und sagt, Leute, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe um euch gekümmert, ich habe euch total vernachlässigt. Eine Frau an und hat schier Tränen in den Augen und sagt, Schatz, vergib mir, so gar nichts in unsere Ehe investiert habe. Das ist auch nicht in Ordnung, dass du alle Verantwortung hast. Ich muss was übernehmen. Das Verrückte für mich ist, dass es keine 2 Wochen braucht. Der Arm ist wieder beweglich. Das ist, was ich spannend finde. Manchmal sagt Gott nein, bestimmte Dinge lernen müssen. Wir ganz offensichtlich viel Petersilie in den Ohren haben, muss Gott manchmal ein bisschen lauter und deutlicher zu uns reden, damit wir es verstehen. Manchmal muss tatsächlich bestimmte Situationen in unserem Leben ertragen werden, damit wir wach werden. Irgendwas läuft ganz offensichtlich schief. Gott wünscht sich, dass er mit seiner heilenden Liebe in unser Leben eingreifen kann, um tatsächlich Krankes, Zerbrochenes wieder neu zu machen. Er kommt. Und wenn er Nein sagt, hat er immer den Plan, in dein Leben heilend einzugreifen.
Und wenn du merkst, dass dieses Nein schon eine Weile anhält, dann ist das ein echter Punkt, darüber nachzudenken, Gott, möchtest du mir irgendwas sagen? Es ist klug, bewusst diesem inneren Reden Gottes zu stellen. Mal sagt Gott Nein in echten Herausforderungen. Wir waren unterwegs. Wir hatten unseren Hilfskonvoi nach Albanien gefahren. Wir hatten die nördlichste Grenze, Peshkopi, hatten wir überstanden und wir waren in Kaleidodos, in diesem Gebirgsgebiet. Und man hatte uns gesagt, Leute, wenn ihr da hinfahrt, eine Polizei oder eine Militäreskorte, weil der letzte Konvoi wurde geplündert. Die Leute haben so eine Armut, haben so eine Angst, irgendwie was zu verpassen. Bei denen sitzt das Gehirn aus, wenn irgendwie Hilfe kommt. Und so hatten wir diese Militärbasis angefahren und wir saßen da oben mit unseren LKWs und wir freuten uns, dass die Militärleute da waren, also konnte die Verteilung ganz in Frieden und in Ruhe kommen, bis zum Morgen. Und am Morgen wachen wir auf und es ist kein Mensch außer uns da. Die lieben Kollegen vom Militär hatten sich überlegt, sie möchten nicht zwischen der Bevölkerung und uns stehen, wenn es darum geht, wer den größten Anteil von dieser Beute bekommt. Während wir da oben standen, sahen wir, wie aus diesen Dörfern langsam die Leute auf den Berg zuliefen und wir konnten überblicken, da kommen ein paar tausend Leute. Wenn da irgendeiner das Signal zum Run gibt, dann ist alles platt. Das sind die Situationen, wo man anfängt zu beten. Und man sich gegenseitig anguckt und sagt, hör mal, was machen wir hier eigentlich? Sind wir eigentlich völlig bescheuert? Wir fahren hier aus Deutschland bis nach Albanien, um uns jetzt hier von irgendwelchen Leuten was auch immer antun zu lassen. Punkt ist, du fängst an zu beten und sagst, Gott, Gott, was machst du? Ja, und du hörst nichts und du denkst, Gott, jetzt Nein zu sagen ist ganz blöd. Das ist wirklich der völlig falsche Zeitpunkt. Und du merkst, wie die Angst hochsteigt, weil die Leute kommen dir immer näher und irgendwann steht so ein Ring von Menschen um dich rum und der wird immer enger und immer kleiner und du weißt genau, hey, jetzt ist alles verloren. Und still in deinem Herzen denkst du, Gott, aber ich habe doch deine Stimme gehört. Ich bin hier doch nicht, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ich bin doch in deinem Willen unterwegs. Gott, wo bist du? Und du bist mit deinem Gebet, wir waren mit dem Gebet innerlich noch nicht ganz zu Ende. Plötzlich macht das tak, 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 tak. Und ein Militärhubschrauber kreist über uns, landet. Aus dem Militärhubschrauber springen zwei Typen mit einer Kalaschnikow raus und eine kleine, alte, hutzelige Dame klettert hinterher. Sie schaut uns an und wir stellten fest, das war die Dame, die all die Hilfskonvois in Tirana koordiniert hat. Gesine Blau ist ihr Name, eine Holländerin. Und sie sagt, bin nicht zu spät, stimmt's? Ich stehe nicht grundsätzlich auf ältere Frauen. Aber die habe ich umarmt und ich habe sie geknutscht, rechts und links. Ich habe gesagt, hör mal, wenn ich irgendwen je in meinem Leben lieber gesehen habe, dann bist du das. Du bist der Traum all dessen, was ich je hatte. Sie sagt in der Nacht, auf. Und es ist mir, als wenn Gott zu mir sagt, mit den Deutschen stimmt da oben was nicht. Guck. Sie sagt, ich habe so lange gebraucht, bis das Militär mir einen Hubschrauber zur Verfügung gestellt hat. Aber ist ja noch rechtzeitig. Und wurde diese Verteilung durchgezockelt. Großartig. Was wir nicht gesehen hatten, war, dass hinten im Hubschrauber noch ein Kameramann war. Das ganze Ding wurde gefilmt, wurde im Land gezeigt. Das war die Grundlage dafür, dass wir nachher eine Genehmigung bekamen, da ein Krankenhaus hinzubauen. Die scheinbare Katastrophe hatte Gott schon längst geplant. Es wäre da nie ein Kameramann hingekommen. Das ganze Ding wäre nie bis zur Regierung gekommen. Und die Genehmigung für ein Krankenhaus hätten wir wahrscheinlich nie gehabt. Gott rechtzeitig. Und ich habe was gelernt, zu früh ist auch unpünktlich. Er kam rechtzeitig. Wann immer du das Nein Gottes hörst, wann immer du innerlich über ein Nein Gottes stolpert bist, möchte dir heute sagen, mein Herz der Liebe im Nein. Wenn ich Nein sage, weil mein Plan besser ist als deiner. Wenn ich Nein sage, dann möchte ich dich bewahren. Ich Nein sag, dass du mir vertraust und noch näher an mein Herz kommst. Wenn sag,
damit rechnen, dass irgendwann die Auflösung kommt und die wird größer und schöner, als du dir sie vorstellen kannst. Mir gefällt dieser Satz, den der Prophet Jesaja sagt, wo er sagt, und wenn du durchs Feuer gehst, bei dir, damit dich nicht verbrennt. Das ist dieser Punkt, der Gott uns Feuer geht, der uns durch das Leid geht, der Gott, der weiß, wie sich Nein anfühlt, aber Vertrauen hat, dass es am Ende immer Herz der Liebe Gottes ist, das dahinter steckt. Psalmist schreibt, befiehl dem Herrn Weg und hoffe auf ihn. Teil des Satzes, den die meisten noch kennen, heißt ja das Ende, er wird es wohl machen. Egal wie das Nein sich anhört, wird es wohl machen. Kannst du dich an viele Situationen erinnern, wo du das Nein nicht verstanden hast? Vielleicht kannst du dich erinnern, dass du manchmal wie so ein Kind bockig gewesen bist und wütend über diesen Vater im Himmel, der es anders gehandelt hat, wie du das erwartet hättest. Aber vielleicht hast du heute Abend auch entdeckt, dass es einen Plan der Liebe dahinter gab. Ich möchte mit euch zum Schluss ein Kindergebet beten. Dieses Gebet hat meine Großmutter mit uns gebetet. Und dieses Gebet hieß, ich bin klein, Herz, mach rein, soll niemand drin wohnen, Jesus allein. So ein simples Gebet, eine unglaublich tiefe Aussage, die uns letztlich zeigt, wie wir sein dürfen bei diesem Gott im Himmel, bei diesem Vater. Ich selber erkennen darf und auch meinen Stolz ein Stückchen abbauen darf, indem ich sage, stimmt Gott, ich schaue mich an und ich bin tatsächlich klein, ich habe nicht den Überblick. Gott, und es ist wahr, in mir gibt es eine Menge Schattenseiten, rein ist mein Herz auch nicht. Aber ich danke dir so, dass du in Jesus gekommen bist, um uns mit deiner Liebe zu beschenken. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass du zu mir kommst, dass ich diese Liebe neu für mein Leben annehmen und entdecken darf. Gott, du hast alles gegeben, um mich mit deiner Liebe zu beschenken. Und ich will deiner Liebe neu vertrauen. Wohn in mir, bleib in mir, halt meine Hand fest, Herr. Wenn das dein Gebet ist, bete mit mir. Wir schließen die Augen, konzentrieren uns auf diesen wunderbaren Herrn. Und beten wie Kinder. Ich bin klein. Mein Herz, mach rein. Soll niemand drin wohnen. Nur Jesus allein. Und ich lade dich ein, dass du deine Hand nimmst und sie ausstreckst und sie ganz neu in die Hand Gottes legst. Und sagst, Herr, ich will wieder neu vertrauen. Herr, ich lege meine Rebellion und meinen Zorn ab. Und ich will dir neu vertrauen. Und ich will mit dir den nächsten Schritt gehen. Und ich will dir sagen, ich will dir glauben, dass du gut bist. Und dass deine Gedanken besser sind als meine. Und dass das Ziel deiner Gedanken nicht mein Unheil, sondern mein Heil und meine Rettung ist. Ich danke dir dafür.